Servus Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA 5 Tuning und zwar heute mit dem Comet alias Porsche 911 oder sowas, was das ist. Vermute ich mal, Porsche 911 soll es darstellen. Kann natürlich auch irgendein anderer Porsche sein, auf jeden Fall denke ich sehr wahrscheinlich, dass das ein Porsche ist. Und dann werden wir jetzt zu Los Santos Customs fahren und dort mal ein bisschen hier dran rumschrauben hier an der Kiste, um zu gucken, was die noch so auf die Kette bringt, ne? Also, kann man gleich mal anfangen hier, was die Kiste Schönes leistet. So, was gibt's denn? Panzer machen wir natürlich wieder voll. Karosserie. Also, was heißt das? An der Seite können wir das hinmachen. Okay, cool. Bremsen machen wir auch voll. Okay. Stoßstange. Gibt einmal diese und einmal diese. Machen wir diese doppelte. Ich finde die ganz okay. Motor. Klar, können wir hinten natürlich ein bisschen. Halt volle Power, Doppelauspuff oder einfach? Mach mal doppelt, finde ich persönlich am schönsten noch. Was gibt's hier? Fortlaufende Hupe, nehmen wir die dritte hier. Geht bei mir immer noch am besten. Scheinwerfer, also, Xenon nehmen wir selbstverständlich. Neon Kit, Neon Anordnung, Front, Heck und Seite, was denn sonst? Neon Farbe, jetzt müssen wir kurz überlegen, welche Farbe soll die Kiste haben. Gelber Porsche, gibt einen gelben Porsche? Ja, ein gelber Porsche könnte geil sein. Machen wir einfach mal gelb, ne? Haben wir auch gemacht. Nummernschild. Machen wir gelb aus schwarz. Das passt zu gelb, finde ich. Lackierung, jetzt kommt. Dann nehmen wir matt. Und zwar, wir gucken, ob wir ein schönes Gelb finden. Ja, geht. Das Gelb nicht so geil, aber ist ja schon mal ein Anfang. Nehmen wir. Okay, Überrollkäfig. Ein gelber Überrollkäfig. Kriegen wir hier rein, ne? Nehmen wir. Man gibt noch einen Spoiler, so ein, oder dieses Riesending, ich würde fast sagen, wir nehmen den vorher Spoiler, den finde ich persönlich an der Kiste am schönsten. Jetzt noch die Federung, dort nehmen wir die Wettkampffederung, klaro. Getrieben müssen wir auch das Beste nehmen wegen der Leistung. Turbo brauchen wir auch, ganz klar. Jetzt kommen wir zu den Reifen, dann nehmen wir einen Felgentyp, und zwar, Luxus, Sport, den Sportwagen, dann nehmen wir Sport. Das passt nicht. Das hier würde passen, aber finde ich nicht so geil. Die finde ich überhaupt nicht geil. Nee. Die, ja, die sind schön. Die nehmen wir. Jetzt die Felgenfarbe. Können wir die... Ah, ich mache mal in schwarz, oder? Mitternachtslila, oder? Was können wir noch machen? Irgendwas schönes Dunkles. Können die auch ein Renngelb machen, passend zur Lackierung. Wäre auch cool, aber ich will lieber ein schwarz haben. Sieht meiner Meinung nach am besten aus auf solchen gelben Autos. Müssen wir nur schauen, dass wir eine finden in schwarz. So, schwarzer Stahl. Ja, Stahl will ich nicht. Ich will dann schon eine schwarze Lackierung. Hier. Perfekt. Das ist doch schick. Was gibt noch? Fenster. Helles Rauchglas. Klar. Ja, das war's schon mit dem Tune hier. Lassen wir mal hier rausfahren. Und gucken die Kisten mal genauer an. Dass wir mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. So. Sieht doch nicht schlecht aus, oder? Ich finde den relativ schick, so den Porsche. So. Mal gucken, ob wir den Flammen rausschießen. Ja, schon, ne? Kommt noch mehr Flammen? Ne, ja, ein bisschen, ja, nicht so extrem. Ich dachte aber ein bisschen, was kommt. Leistung mag ich gar nicht testen. Der hat eh genug jetzt, dank dem Turbo und dem neuen Motor und dem Getriebe. Aber nur ein bisschen rumcruisen kann man das Ding hier schon noch kurz. Es ist auf jeden Fall richtig geil geworden, der Wagen. Und der ist auch irgendwie eine kleine Twist-Maschine, aber der hat richtig Leistung jetzt. Der hat richtig, richtig Leistung. Oh, das wollte ich nicht machen. Na gut, ich sag mal so. Ich hoffe mal, euch hat die Folge gefallen und die Karre gefällt euch hoffentlich auch. Wenn ja, lasst gerne einen Kommentar da, auch gerne ein Like da lassen. Wenn es euch richtig geil gefällt, dann natürlich auch lieben gerne ein Abo. Würde mich riesig freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Haut doch rein. Ciao, Leute.